Der zweite Italienzug brachte eine Klärung. Barbarossa konnte sich nun als Kaiser Oberitalien zuwenden. Die großen Städte unterwarfen sich, auch Mailand, das am ersten Italienzug noch in Opposition stand, ergab sich. Auf den roncalischen Feldern bei Mailand gab es 1158 eine große Versammlung der Fürsten und Städte. Dort trat Friedrich I., beeinflusst von der Universität Bologna und dem gerade wiederentdeckten römischen Recht, als Gesetzgeber auf. Unter anderem wurden erste Freiheiten für Universitäten und Studenten festgeschrieben, darunter die eigene Gerichtsbarkeit. 1159 starb Papst Hadrian IV. Und es kam zu einer Doppelwahl. Dieser versuchte der Kaiser mit einem Konzil zu begegnen. Allerdings konnte es kein Zurück vor die Zeit des Investiturstreits mehr geben. Das Konzil von Pavia scheiterte, die gewählten Päpste exkommunizierten sich gegenseitig. Friedrich I. versuchte nun, auf einem anderen Feld zu gewinnen. Karl der Große wurde 1165 heilig gesprochen. Er soll zu einem Nationalheiligen werden, was scheiterte. Auch die Heiligsprechung Heinrichs II. Aus 1146 blieb ohne Erfolg. Seine Verehrung blieb auf Bamberg beschränkt. Auch in der Papstfrage scheiterte Barbarossa. Mit Unterstützung der Könige von Frankreich und England setzte sich Alexander III., ein Gegner Friedrichs, durch. Nun war eine weitere Niederlage absehbar. Ein polemisches Schreiben fragt, warum das Kaisertum den plumpen Deutschen zustehen sollte. Ein halbes Jahrhundert später baute Papst Innozenz III. Darauf auf. Seiner Meinung nach sind die Könige unabhängig vom Kaiser. Daraus wurde in Frankreich die Lehre, der französische König habe in seinem Reich dieselben Rechte wie der Kaiser. Zwar blieb das Kaisertum an die deutsche Krone verbunden, universal war es aber immer weniger.